Eieiei, wie machen wir das denn jetzt hier am dümmsten? Ich glaube, gesundheitlich bin ich schon mächtig angeschlagen. Was ist das denn hier Lustiges? Okay. Wie auch immer das funktioniert hat, es war gut. Das hat schon mal sehr gut funktioniert, ja? Das kann man so schon mal sagen. Alles klar. Die Sache ist, ne, jetzt müssen wir irgendwie einen Weg dort reinfinden. Sehe ich das richtig? Ich glaube, das sehe ich gottverdammt nochmal richtig. Aber warte mal. Wir stellen jetzt mal hier unser Fluchtfahrrad ab, ja? Und dann begeben wir uns doch mal hier aufs Dach. Mal gucken. Wir wollen ihn mal aufs Dach steigen. Hier ein Dixie-Klo. Muss vielleicht noch schnell aufs Klo davor? Hast du Angst? Muss noch einen Angstschiss tätigen oder so? Weiß ich ja nicht. Gibt ja so Menschen, die müssen dann sowas noch machen. Na ja, gut. Die Sache ist, was bringt mir das hier drauf zu klettern? Ich glaube nicht viel. Ich glaube ernsthaft nicht viel. Dass man das nicht mitbekommt, ist schon ein Wunder. Ja, hier haben sie wieder an Qualität gespart, ne? Da haben sie aber deutlichst gespart, denn ich meine, man kann eigentlich durch solche Scheiben noch durchgucken. Ich wollte erst Scherben sagen und dann fiel mir das Wort Scheiben nicht schlagartig ein. Das nenne ich mal eine riesen Klimaanlage hier. So. Weiter unten gibt es irgendwas, was wir uns abholen müssen. Ja, das schaffen wir schon irgendwie. Wie auch immer, aber das wird schon möglich sein. Oder auch nicht. Bin ich hier umsonst oben? Kann gut sein. Gut, dann klettern wir wieder runter. Du solltest doch! Du solltest doch da runterklettern. Ja, schön. Wie dem auch sei. Naja, gut, wenigstens bin ich jetzt Besitzer eines Fahrrades. Die Sache ist nur. Ach so. Nee, ich glaube, hier komme ich nicht voran. Warte mal. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ich darf hier. Darf ich hier wenigstens vorbeifahren? Darf ich hier rein? No vehicles blocking the entrance. You want to catch a lung full of bug spray? Please, sir, go. I'm sorry, but you can't be in here. Oh. He's got a Ups, weapon. sorry. Was, ich hab ne Waffe. Komm! Gut, das war jetzt nicht so clever, aber okay, was soll's. Wir müssen jetzt erstmal wohin? Wir sollten vielleicht uns erstmal irgendwo verstecken. So. Vielleicht hier hinfahren? Ja, die Musik, die passt eigentlich gerade ganz gut zur Thematik, oder? Nein! Nicht umkippen, danke. So, wo sind die Teile dort? Das heißt, wir sind hier erstmal in Sicherheit. So. Und währenddessen gibt man hier erstmal ein bisschen Vollgas. Warum denn auch nicht, ne? Lass ein bisschen die Reifen durchdrehen. Ja, so wie ich. Ich drehe auch immer durch, weil ich ständig am Rad drehe. Warte mal, bringt es irgendwas hier reinzufahren, sodass man eigentlich nicht so auffällig ist? Okay, das scheint was zu bringen, weil die hier hinten garantiert nicht mit mir rechnen. Deswegen fahre ich einfach mal hier entlang. Ah, die Musik, die wird leiser, okay. Aber ich will wieder meinen Lieblingssender hier hören. Gut. Ah, ja, siehste, so leicht hängt man die Polizei hier ab. Jetzt muss ich hier nur wieder heil rauskommen. Also okay, hier komme ich schon mal nicht lang. So, dann gucken wir mal. Hier, das sieht nach einem Weg aus. Das sieht nach einem sehr guten Weg aus, da ich hier irgendwie lang komme. So, hier könnte man ein Schiff ent- und beladen. So sah es zumindest aus da hinten. Also dieser Kran da. Okay. Ja, das war jetzt eine ziemliche Brechstangenmethode, aber sie hat ja erfolgreich Früchte getragen. Warte mal, das ist ein Zaun, oder? Leute, das ist ein Zaun. Sag ich doch, das ist ein Zaun. Ist jetzt nicht deren Ernst. Oh nee, Leute, ey. Warte mal, ich steig da jetzt mal ganz kurz aus. Schlägt die Mission dann fehl? Nein, tut sie nicht. Aber warte mal. Okay, jetzt geht's wieder.
Wie auch immer das jetzt funktioniert hat, ich weiß es nicht. Ansonsten hätte ich mir jetzt mal den Laster geschnappt und ein bisschen den Transporter weggeschoben. Das hätte dann schon irgendwie funktioniert. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber das hätte es. Ja. Gemäß der Straßenverkehrsordnung ist das nicht, da ich hier rum kann, aber mein Navi zeigt mir das an. Also wenn die mich dann anhalten, dann sage ich, das war mein Navi und nicht ich. Also, ne? Ich trage da keine Schuld dran. Alles klar? Alles klar. Achso, ich muss hier rum. Gut. Na, kann es ja nicht mehr so weit sein. Ja, obwohl der gelbe Punkt, der verrät mir dann eine andere Sache. Nämlich, dass es noch relativ weit ist. Achso, ja, das sage ich jetzt. Falls ihr mal im Hintergrund irgendwie Geräusche hören solltet, dann liegt es daran, ich habe mein Fenster offen. Bei so schönem Wetter, da gehört das Fenster einfach auf, ne? Aber ich habe es nur angekippt, weil wenn ich es aufmache und dann so ein Luftzug entsteht, dann klatsch. Fällt das Fenster zu und das, naja, das muss ja nun nicht unbedingt hören. So, und ich glaube, Los Santos ist eher ein bisschen an Los Angeles angelehnt, ne? Aber, wisst ihr, was auch mal so richtig geil wäre? Einfach mal sowas wie in San Francisco. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ach doch, in San Andreas gab es so einen leichten Verschnitt davon. Also so ein... Hieß das nicht sogar irgendwas mit San... Keine Ahnung was? Wer hat denn von euch GTA San Andreas gespielt? Ich auf jeden Fall, aber ich habe es nicht mehr in Erinnerung. Aber das war ja damals schon richtig geil. Genau, Teil 3? Warte mal, Teil 3 und... Also GTA 4 ist ja sozusagen ein besseres GTA 3. Das spielte ja in New York, also in einer Stadt namens, also in so einem New York-Verschnitt, sagen wir es mal so. Und San Andreas ist ja eher ein großes Gebiet. Und GTA 5 ist ja eigentlich Los Santos, genau. Ah, guck mal, was wir hier Schönes haben. Richtig, hier stellen wir schon mal den Transporter ab. Yay, das haben wir schon mal bestanden. So, was sagt die Statistik? Na, ist ja egal, 50% ist mehr als, Quatsch, das ist genau die Hälfte. Und... Achso, der ist auch noch unterwegs. Hey Lester, we got a pest control van. Good, now we just need the knockout gas. I'm on it. Okay, das finden wir... Oh, warte mal. Ich sollte vielleicht mal die Waffe erstmal einstecken. So, die packen wir erstmal ein. Warte mal, wo finde ich das jetzt? Wo finde ich sowas jetzt? Es war irgendein Symbol. Nee, Friseursalon nicht, obwohl wir das auch mal machen könnten. Obwohl, wollen wir uns mal ein bisschen einkleiden? Verdammt, ich muss... Ja, warte mal, ist das hier ein Friseursalon? Nee, das ist ein Kino. Ha, das könnte man natürlich sich auch mal angucken. Kfz-Abschleppplatz. Ja, da haben wir auch schon mal Mission erledigt, ich weiß. Gut, dann muss ich mal ganz kurz gucken hier. Garage, nee, Golf, interessanter Ort, Kino, Los Santos Customs, nee, Seilbahn, Triathlon, Strip Club. Achso, kann ich, ah, das kann ich hier auch selber mal durchschalten, alles klar. Also, Spieler, Tennis, Suburban, Sturmflugzeug, Zeitrennen. Sturmflugzeug-Zeitrennen? Moment, das klingt gut. Triathlon, Raubüberfall-Vorbereitung. Okay, das sieht auch sehr dufte aus, also gucken wir mal da hin. Sollten uns aber noch ein Auto schnappen. Wie wäre es mit diesem Pontiac-Verschnitt hier? Doch, nee, oder? Ist das ein Pontiac? Das sieht gut aus. Oh, geil! Richtig schön instabiles Heck. Aber trotzdem, falsche Radio. Oh, je, je, oh, oh, klingt das Auto gut. Oh, Junge, ne, Junge, ne, Junge, ne, klingt das geil. Also da kann man ja schon mal nicht meckern. So. Ich werde vielleicht mal irgendwann, wenn ich daran denke, also so einen eigenen Radiosender machen. Das geht wohl irgendwie. Ey. Yo, lass die Reifen durchdrehen. Juhu. Okay, also rum hier. Boah, das ist so geil. Also Raubüberfallvorbereitung, da wollten wir hin, ne? Warte mal, war das das? Das ist das immer noch, ja? Das war das zumindest, ne? So, gehen wir mal hier hin. Raubüberfallvorbereitung, genau, das ist so dieses Haar, was wir da sehen. Also, begeben wir uns mal dorthin.
Aber auf den schnellsten Wege natürlich. Und was ist der schnellste Weg? Natürlich, eine gut befahrbare Autobahn. Boah, sogar 4 Auspuffe. Na, da staunt man doch schon mal nicht schlecht, ne? So, Raubüberfallvorbereitung. Aber was bringt mir das? Warte mal, jetzt muss ich selber gucken. Hä? Da oben? Ach so. Ah! Warte, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir sowas von hin. Das ist halt das Schöne an GTA. Man kann erstmal Dummheiten bauen. Ach, der ist auf der anderen Straßenseite. Okay, warte mal. So, der ist auf der anderen Straßenseite. Den kralle ich mir. So, erstmal schön gedriftet. Und jetzt geht es ab hier. Genau den Transporter da vorne brauchen wir. Das müsste ja zumindest sein. Wow, ein Abschlepp-Auto. Nee, das war einfach nur ein Pickup. Pickup. So. Wie bekommen wir das? Also es ist ein GMC-Verschnitt, habe ich das Gefühl. Typ. Was? Oh Gott, ich muss hier weg. What the fuck? Was zum Geier? So, wo muss ich jetzt damit hin? Nee, ich muss erstmal die Polizei irgendwie abhängen, ne? Ich muss die Polizei abhängen, deswegen fahre ich hier mal ganz schnell runter. Aber warte mal. Nein. So, ich fahre hier lang. Vielleicht bringt mir das ja was. Ich muss nämlich erstmal aus diesen Polizeiradios rauskommen. Okay, da haben die mich nicht gesehen, was schon mal sehr formidabel ist. Deswegen fahre ich erstmal hier oben lang. So. Und dann sollte man die doch irgendwann abhängen können, oder? Okay. Gut. Gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Wo müssen wir hin? Ich muss natürlich genau in die andere Richtung. Okay. Oh, wie so ein Schiff. So klingt das hier. Na gut, wollen wir also mal. Schön relaxed hier langfahren. Genauso, wie es sich gehört. So, wer sich mir jetzt hier in den Weg stellt, der hat ein kleines Problem. Ja, siehst du? Sogar die Ampeln, die fallen in zwei. Sogar die Ampeln, die können davon nicht aufgehalten werden. Aber, oh Leute, das Spiel, also, dass ich es mir geholt habe, ich bereue es zu keiner Sekunde. Und dass ich es Let's Play bereue ich auch nicht. Also, es macht mir wirklich unheimlich Spaß. Man kann es natürlich, wenn man es kennt, oder wenn man es jetzt alleine spielt, sage ich mal, ohne Aufnahme, viel besser genießen. Weil man sich ja immer noch überlegen muss, ja, was zeige ich euch? Oder wie gestalte ich das Spiel? Denn das wird ja nun auch nicht gerade das kurzfristigste Spiel hier werden. Und deswegen, naja, da muss man halt immer gucken, ne? So, abgeliefert. Hey, Lest! I got the good night gas. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. Okay, er sagt einen Bescheid. Es lädt. Ah,